Hallo und herzlich willkommen zum Short-Webinar der Seeburger AG. In diesem Webinar möchten wir Ihnen einen Überblick zur digitalen Transformation im Handel geben und wie durch diese Unternehmen mehr Flexibilität und Rentabilität entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette erhalten können. Wir geben Ihnen einen kurzen Überblick über die aktuellen Trends, die entsprechenden Szenarien entlang der Wertschöpfungskette und wie Seeburger sie dabei unterstützt. Folgende Trends sind erkennbar: die elektronische Anbindung von Lieferanten, der E-Commerce als auch eine Digitalisierung direkt am Offline-POS, die automatisierte Übergabe von Katalogdaten vor dem Hintergrund der Globalisierung, ein personalisiertes Kampagnen- und Customer Relationship Management auf Basis datengestützter Entscheidungen. So kommt es zu einer zunehmenden Digitalisierung der gesamten Retail-Wertschöpfungskette in folgenden Bereichen: im Content- und Produktdatenmanagement zu einem automatisierten Austausch von Katalogdaten, in Einkauf und Beschaffung zur elektronischen Lieferantenanbindung, in einer zentralen oder dezentralen Lagerhaltung zur Echtzeitübergabe von Warenbewegungen und Beständen, bei Sales- und Marketingaktivitäten zu E-Commerce und digitalen Maßnahmen am POS sowie einer entsprechend schnellen Logistik. Retail-IT-Landschaften sehen daher häufig folgendermaßen aus und sind ohne Middleware langsam, ineffizient und aufwendig. Der Bereich Content- und Produktdatenmanagement kann durch den Seeburger BIS vereinfacht werden. Dazu gehört die automatisierte Annahme von Produktdaten per MFT und die gesteuerte Weitergabe an Nachbarsysteme wie zum Beispiel PIM- oder MAM-Systeme, Webshops oder Datenpools, die Grundlage von Business Reports sind. Stammdaten können mit dem ERP synchronisiert und zudem über Datenbankabgleiche auf Echtheit überprüft werden. Die Daten werden automatisiert und unter Beachtung festgelegter Reihenfolgen auf entsprechende Systeme verteilt. Für Einkauf und Beschaffung von Produkten ermöglicht der Seeburger BIS verschiedene Formen einer vollautomatisierten Bestellabwicklung. Dazu gehört die elektronische Anbindung von Lieferanten über EDI oder Web-EDI und Integration der Prozesse ins ERP. Ebenso möglich ist die Integration spezifischer Supplier Relationship Management Systeme in das ERP oder Warenwirtschaftssystem des Händlers. Die elektronische Beschaffung von Arbeitsmaterialien erfolgt über das Einbinden von E-Procurement-Systemen. Diese dienen zur digitalen Bestellabwicklung des operativen Einkaufs. Begleitende Vertragsunterlagen können per MFT sicher und nachvollziehbar ausgetauscht werden. Ein erfolgreicher E-Commerce basiert auf aktuellen und personalisierten Daten. Der Seeburger BIS sorgt mit dem API-Gateway für die Echtzeitsynchronisation von Produktinformationen, Preisen und Beständen zwischen Online-Shop und OMS- oder ERP-Systemen. Auch Kundendaten können automatisiert aus dem Shop entgegengenommen und in CRM und ERP integriert werden. Im Gegenzug lassen sich Kunden im Online-Shop systematisch bewerben, Kampagnen automatisieren und personalisieren. Voraussetzung hierfür ist eine zentrale Datendrehscheibe für die Integration aller beteiligten Systeme. Ein weiterer Vorteil ist die automatisierte Rechnungsabwicklung mit B2B-Kunden über das E-Invoicing-Modul der Seeburger Business Integration Suite. Scannerkassen stellen ähnlich wie der E-Commerce einen weiteren elektronischen Absatzkanal dar. Die Integration ins ERP per API ermöglicht die Echtzeitanzeige von Filialbeständen anderer Geschäftsstellen. Dies sorgt für Transparenz über Produktverfügbarkeiten in anderen Filialen und erhöht die dortigen Verkaufschancen.
Weitere Medien wie beispielsweise Mobile Apps, digitale Preisetiketten, Flachbildschirme oder Push-Nachrichten sorgen für die digitale Bewerbung des Kunden im Laden. Dabei werden aktuelle und individuelle Verkaufsinformationen wie Artikel, Preise und Bestände über die Business Integration Suite in Echtzeit zur Anzeige gebracht und sicher aktualisiert. Die Identifikation von Kunden über Kundenkarten an Kassen und die Verarbeitung von Rabattaktionen kann durch Abgleich kundenführender Datenbanken erfolgen. Auch die Übersendung von Bon-Informationen samt Barcode-Generierung fällt unter den Datentransfer der Business Integration Suite. Die BIS-API-Lösung kann auch zum vollautomatischen Abruf und zur Konvertierung dezentraler Zeiterfassungs- und Zugangskontrollen in allen Niederlassungen dienen. Für die Auslieferung benötigen Waren relevante Informationen auf der Produkt- oder Umverpackung. Dies können Inhaltsstoffe, Mindesthaltbarkeiten, Gefahrgutkennzeichen oder Barcodes sein, als auch Name und Adresse des Empfängers. Über die Business Integration Suite können die Daten aus integrierten Systemen automatisch an Druck- oder Etikettiersysteme übergeben werden. Aufträge können aus dem ERP zur Kommissionierung und Disposition übergeben und per API der Status in Echtzeit rückgemeldet werden. Bestände und sämtliche Warenbewegungen werden ad hoc mit Warenwirtschafts- oder Transportmanagementsystemen abgeglichen. Zur Logistikabwicklung zwischen Händlern und Logistikern werden über den BIS EDI-Nachrichten gemäß Standard- oder Inhouse-Formaten versendet. Versandbestätigungen können entgegengenommen und automatisch im ERP vermerkt werden. Anhand durchgehender Prozesse und ihrer End-to-End-Überwachung können alle Zwischenschritte und Ziele, wie zum Beispiel Chargenverfolgungen, Zustellbestätigungen, Rechnungserhalt und Retouren, erfolgreich kontrolliert und abgewickelt werden. Folgende Referenzen haben wir für Sie zusammengestellt. S-Oliver integriert Logistikprozesse in Echtzeit in ein dezentrales SAP Extended Warehouse Management und erhält so über die Business Integration Suite Transparenz über alle Warenbewegungen und Bestände. Ein großer US-Retailer des Elektronikbereichs standardisiert seine Verkaufsprozesse mit der Business Integration Suite, um schneller auf Veränderungen des Marktes eingehen zu können. Per EDI und Web-EDI sind 3.000 Partner angebunden, deren Purchase Orders sowohl einem Matching als auch Compliance-Check über den BIS unterliegen. Der Schweizer Retailer Coop hat sowohl seine B2B-Partner als auch Verkaufsstellen per EDI angebunden. An diesen können sich Kunden über ihre Kundenkarte identifizieren und Punkte sammeln. Die Verarbeitung der Coop-Superpunkte von Partnerunternehmen erfolgt im Backend über die Business Integration Suite. Die Ausgabe digitaler Kassenbons auf Kundensmartphones wird ebenfalls über den BIS abgewickelt. Anhand der vorgestellten Szenarien und Referenzen wird deutlich, dass zur Umsetzung einer digitalen Strategie entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Handel verschiedene Technologien benötigt werden. Diese reichen von EDI-Branchenstandards über API- und MFT-Technologien bis hin zu IoT- und E-Invoicing-Szenarien mitsamt der erforderlichen Integration in ERP-Systeme. Die Seeburger Business Integration Suite stellt alle diese Technologien in standardisierten Modulen bereit, um Ihre Daten schnell und effizient zu managen und analysieren. Haben Sie noch Fragen? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Unser Team berät Sie gerne und findet gemeinsam mit Ihnen die richtige Technologie für Ihre Aufgabenstellung. Bis bald und auf Wiedersehen.